Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die internationale Staatengemeinschaft heftig kritisiert. Institutionen wie der UN-Sicherheitsrat oder die Europäische Union hätten versagt, etwa im Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer oder den Krisen in Syrien, im Irak oder in der Ukraine. Auch auf die Gräueltaten von Terrormilizen wie dem Islamischen Staat oder Boko Haram habe sie keine Antworten, heißt es im Jahresbericht, den die Organisation heute in London vorstellte. 414 Seiten Papier gewordenes Grauen. Amnesty stellt der Weltengemeinschaft ein vernichtendes Zeugnis aus. 2014 war aus der Sicht der Menschenrechtler ein Horrorjahr. Millionen von Zivilisten wurden getötet, verstümmelt und entführt. Wir erleben die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg. 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Beispiel Nigeria. Besorgniserregend auch hier die wachsende Macht nichtstaatlicher Gruppen wie der Terrormiliz Boko Haram. Sie mordet, brandschatzt und machte mit der Massenentführung und Versklavung von Mädchen Schlagzeilen. Auch in Nigeria schützt die Regierung ihre Bürger nicht, im Gegenteil. Diese Aufnahmen präsentiert Amnesty. Sie zeigen Folter und Missbrauch auch von staatlicher Seite. Massenfestnahmen, Hinrichtung von vermeintlichen Boko Haram-Kriegern, die Bevölkerung im Würgegriff gleich doppelter Gewalt. Beschämend und wirkungslos, klagt Amnesty, sei die globale Antwort auf die Konflikte. Der UN-Sicherheitsrat versage angesichts der Gewaltexzesse. Die ständigen Mitglieder haben ihr Veto für ihre eigenen geopolitischen Interessen missbraucht. Die USA auf der einen und China und Russland auf der anderen Seite. Amnesty fordert den Vetoverzicht als kraftvolles Signal, dass die Welt nicht tatenlos gegenüber Massenmord und Grauen bleibt.